So. Okay. Ja. Also, jetzt müsste dann alles passen. Okay. Gut, dann starte ich jetzt schon mit Tangle. Und den Anmeldebogen. Die heutigen, upsie, Anmeldung fehlgeschlagen, ja, falsches Passwort. Die heutigen Schlachten werden ja Ker'Andros und Lothlórien sein. Ah, mir ist noch was aufgefallen. Oh. Du hast bei der Karte eben, hast du nicht, ich weiß nicht, ob du es verbessert hast. Nee, ich hab's voll verrafft. Bin Du ich hast da. Karok und nicht Lorien, ist mir nämlich aufgefallen gestern Abend, als ich mal drauf geguckt habe. Was wo als Angriffsgebiet gesetzt oder Ja, was? genau. Oh. Dein Symbol ist auf dem Gebiet Okay. Karok und nicht Lothlórien. Was für ein Schwachsinn. Das ist natürlich falsch. Ich dachte, da wäre Lord. Ja, lass mich nochmal gucken. Das ist bei der Map auch echt schwer zu sehen. Also für mich zumindest. Aber es ist ja echt erstaunlich, dass dir das aufgefallen ist. Weil ich hab's. Ich könnte theoretisch reinzoomen. Jetzt lass mich mal gucken. Oh oh. So Fehler sollten natürlich nicht passieren, aber okay, gut. Wir belassen es jetzt trotzdem bei Lothlórien, weil das war das, was ich umgefragt habe. Wenn das jetzt plötzlich Karok wäre, das täte dann gar nicht mehr passen. Ja, das sehr Lorien passt. Nee, ich wollte nur darauf Nee, hinweisen, aber. nee, super, definitiv immer. Wenn Fehler, sofort raushauen. Bin ja froh drum. Also eigentlich wollte ich Ja, schon du noch hast gestern recht. Abend schreiben, aber hab's dann vergessen. Also Ah, ja. da unten. Ja, Aber gleich klar. zeige ich's dir jetzt. Passt. Okay. Dann aktualisiere ich die jetzt selber. Oh, Lord, Lord. Ja, stimmt. Mist! Mei, das ist jetzt ein richtiger Nachteil für mich, dass ich mich da. Weil eigentlich wollte ich ja euch Forrodweis endlich wegnehmen. Ja, Pustekuchen, jetzt komme ich wieder nicht an euer Land ran. Gut, von der anderen Seite, aber. Mist! Okay, egal. Gespeichert. Passt. Ja. Nett. Nett. Okay, Wünsche schon Tangle. viel Spaß, der in Khan Doom sitzt. Ja, der das verteidigen darf, der wird Spaß haben, das stimmt. So, Schlacht Mittelerde 2, Hexenkönig und Rein da. Es war ja immer erst Tangle und dann das Spiel, ne? Ja, genau. Okay, also ich bin jetzt in Tangle drin. Ich ebenfalls. Okay. Dann fehlt nur noch der Ja. Steffen, außer Steffen, du möchtest Hamachi benutzen. Dann muss ich das Nee, nochmal mir ist das installieren. egal. Ich hab beides. Ja, dann machen wir Tangle. Das gefällt mir auch ganz gut. So, Mubot ist auch im Chat. Sehr gut. Okay. Umstieg mit Beilage und so. So, also Steffen und Kai, richtig? Genau. Perfekt. Zu was für ein Netzwerk seid ihr in Tangle jetzt? Das Aufstieg des Hexenkönigs. Genau. So, ist es ein öffentlicher oder? Ich denke mal, ja, da kann man Also einfach so kein rein. selbst erstellter oder? Genau, das ist ein öffentlicher. Einfach googeln und dann reingehen. Und der Rest passt dann. So. Bei dir ist bei mir aber ein rotes X im Tangle. Ja, hast du das Spiel schon offen? Nee, also ich hab's wieder zugemacht.
Ja, mach nochmal alles zu und start Tangle nochmal neu. Weil Kai ist bei mir normal. Also ich habe zu euch allen drei eine Verbindung. Also ich habe zu Steffen keine Verbindung. Ja, bei mir auch so. Ist schon wieder das Problem. Ja, genau. Ich start Tangle nochmal neu. Genau. Alles nochmal neu starten, das müsste dann am besten passen. So ist der Stream jetzt endlich online. Hat das jetzt funktioniert? Ja, schaut gut aus. Sehr schön. Genau, dann muss ich den anderen Kram noch anmachen. Karte, Anmeldung. Genau, das mit den Kriegspunkten. So, dann haben wir das schon mal. Ist das wieder so? Immer noch? Ja, wenn du vielleicht mal versuchst, Tangle neu zu starten, oder? Ja, also wenn Alex das versucht, wäre das auch eine Idee. Okay. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, können wir ja immer noch auf Hamachi dann spielen. Ja. Das ist seltsam. Muss man da irgendwie Firewall oder was machen? Normalerweise nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, warum Tangle jetzt hier diese Probleme macht. Jetzt schauen wir mal. Ah ja. Jetzt habe ich Verbindung zu euch allen. Dann müsste der Steffen auch alle Verbindungen haben. Ja, Augenblick, das gleiche Spiel nochmal minimieren. Ja, da flucht der Karibik. Der fängt ja, bei mir an. Ich habe auch Verbindung jetzt. Passt, okay. Gut. Okay. Dann kann ich ja das Spiel schon mal starten. Meine sehr Frage, ja. Würde es theoretisch auch gehen, wenn ich Spiel auch aufnehme? Aufnehmen ist kein Problem, kannst du machen. Halt. Ja, müssen. Wenn alles klappt halt für meinen Kanal dann. Aha, ja, ist kein Thema. Habe ich nichts dagegen. Wenn du willst, ich weiß, kenne nicht deinen Kanal, ich glaube, bin mir nicht sicher. Ich glaube, du hast nirgends gepostet. Was ich übrigens ziemlich gut fand, dass du nicht einfach hier random Werbung machst. Aber was wir machen können, ist für den Teil, wo du spielst, ich kann deinen Kanal in die Videobeschreibung packen, du meinen, und dann, wenn du Lust drauf hast. Ja, mache ich eigentlich immer so, wenn ich mit anderen zusammen spiele, die auch... So ein bisschen, so ein bisschen scheren, falls andere Leute mehr Herr der Ringe sehen wollen, das ist eigentlich nie schlecht. Doch, das können wir machen. Freue ich mich immer drüber. Dürfte auch OBS wieder laufen. Sehr gut. Okay. Weil ich muss ja jetzt schon sagen, dass ich jetzt kein Top-Spieler bin, sondern mehr... Ich ja auch nicht, aber...
Es geht eigentlich bloß darum, Spaß zu haben. Das ist das Wichtigste. Ja. Also ich habe schon Ehrgeiz, das gebe ich zu. Aber Top-Spieler bin ich jetzt nicht, wenn ich jetzt gucke, was andere Leute da in Turnieren spielen, wie sie das machen und wie sie die verschiedenen Völker gegeneinander ausspielen. Das ist schon eine ganz andere Liga. Ja. Also, weil die kennen sich halt mit dem Spiel wirklich aus, ne? Okay, also ich wäre soweit. So die grundlegenden Sachen, die kenne ich auch. Also von halt so die Vorteile so mit den einzelnen Fraktionen und so. Ja. All die Menschen, die Sichtweite und so. Ja, siehst du was, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Wie ist das jetzt nochmal mit den Fraktionen? Können wir uns die selbst auswählen? Ja. Oder? Also ich werde immer die Fraktion wählen, die zum Land passt. Also Ker'Andros jetzt Menschen und Lothlorien Elben. Okay. Und ihr seid da komplett frei. Könnt wählen, was ihr wollt. Wollt ihr zuerst verteidigen oder angreifen? Weil je nachdem muss ich jetzt auswürfeln und dann die Karte aufmachen. Mir ist eure Entscheidung, Jungs. Hat das eine irgendwie Vorteile oder so? Nee, es geht nur darum, in welchem Land gekämpft wird. Also wenn ihr jetzt zuerst angreifen wollt, würfel ich aus, wer in Ker'Andros spielt und der andere spielt dann in Lothlorien. Mir ist es egal eigentlich. Also ich werde zuerst für Angriff. Gut, dann haben wir egal. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, gut, dann machen wir Angriff. Dann machen wir erst Ker'Andros. Sehr schön. Gut, dann würfel ich jetzt aus, beziehungsweise lasst es den schönen Zufallsgenerator machen. Lasst mich da mal gucken. So, wieder schön switchen. Zufällig ermitteln zwischen Steffen und Kai Schroth. Stimmt das? Nochmal. Ja. Perfekt. Zufällig ermitteln. Ker'Andros ist Steffen. Okay. Alles wie ist es jetzt eigentlich bei so einer Zweier-Map? Könnte der Dritte theoretisch als Beobachter dazu oder ist das mache ich nicht sein, gern. Ich was verrate. Oder ist das auch technisch nicht möglich? Es ist technisch möglich. Scheuen? Doch, es doch. Es ist technisch möglich, nur es geht halt darum, wenn ein Dritter jetzt dabei ist und ich weiter mit dir in der Konfi wäre, ich könnte ja verraten, was er macht. Ja theoretisch schon. Ja. Deswegen habe ich auch den Delay. Deswegen habe ich auch den Delay offen. Ich glaube es nicht, dass jemand macht, aber ich will es halt ausschließen, ne? Okay. Fairnessmäßig. Okay. Es könnte auch jemand sein, dass mich jemand hier anklingelt und mir Tipps gibt, weil er will, dass ich gewinne. Wäre auch blöd. Also von dem her. Nee, dann kannst du, wenn du noch nicht bist, schon in die Lobby kommen. Bist du schon? Ich bin im Spiel. Perfekt. Dann prüfe ich nochmal die Regeln. Dann nehme ich am besten Rot als Farbe, so wie die auf der Karte. Ja, das kannst du gerne machen. Okay, also die Regeln passen. Ich werde keine Kriegspunkte einsetzen. Ich spare weiter. Falls du welche einsetzen wollen würdest. Ja, also, nicht unbedingt. Muss nicht, ne, okay. Aber was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme die Elben. Die Elben, ja, keine schlechte Wahl. Sind ja, ich spiele am liebsten die halt die hellen Völker, halt Menschen, Elben, Zwerge, aber wenn du jetzt Menschen nimmst, wäre blöd, wenn ich jetzt auch Menschen nehme. Ja, kannst du schon machen, also wie du möchtest. Wir hatten schon ein Mirror Match, war auch nicht schlecht. Steht dir komplett frei. Ja. Ja. Ja, ich denke, mit den Elben komme ich ganz gut zurecht. Super. Okay. Wenn dann alles soweit ist, würde ich hier jetzt auflegen und dann das Spiel starten. Und danach rufe ich wieder an. Aber ich rede jetzt mit dem Kai weiter, oder? Wenn du möchtest, kannst du das. Du kannst aber auch auflegen und dich dann voll konzentrieren. Also ich rufe halt nach dem Spiel wieder an. Okay. Aber währenddessen rede ich nicht, weil sonst kann ich nicht kommentieren, was ich mache. Ich mache das ja auch für YouTube. Wäre halt doof. Das kannst du aber machen, wie du möchtest. Ja. Ja gut, dann müsste ich halt nochmal kurz minimieren und dann halt auch auflegen, oder? Oder wenn du auflegst, schließt das alles, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube, dann bin nur ich draußen. Also. Ja, dann bist nur du draußen. Ja, genau. Ja. Mhm. Okay, also ich lege jetzt schon mal auf, ich schreibe dich dann ingame an und sobald du bereit bist, geht's dann los. Okay. Viel Spaß, viel Erfolg, bis gleich. Viel Erfolg. Ja, dir auch.
So, ich habe jetzt aufgelegt. Alles passt, coole Sache. Ja, jetzt hat man letztes Mal natürlich kurz verschoben um eine Woche. Und theoretisch wäre es mir heute lieb gewesen, aber ich konnte es nicht nochmal verschieben, ne? Irgendwo ist halt dann auch Schluss. Von dem her. So, ich weiß schon genau, welches Opening ich spielen werde. Ich werde nämlich die Reiter spielen. Denn, und das ist das Tolle, hier gibt es so ganz viel tolles Zeugs, was ich machen kann. Was ich einnehmen kann. Das lohnt sich einfach. Denke ich mal hier mit den Reitern früh anzufangen. Okay. Stream läuft, das läuft. So, und los geht's. Ah, ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt, ich sag euch. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe schon wieder Aufnahmen gemacht mit Isengard, aber Isengard spielt sich halt ganz anders als Menschen, ne? Ich bin lieber links. Da kenne ich die Map von der Seite ein bisschen besser. Ich weiß, es gibt in der Mitte irgendwo einen Wartbau. Es gibt zwei Leuchtfeuer, ich glaube ein Gasthaus und zwei Vorposten. Mal gucken, was das wird. Ob ich den Vorposten überhaupt einnehmen kann. Da ist nämlich, glaube ich, ein Troll in der Nähe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde jetzt mal gucken. Er spielt mit Elben. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, wie ich das hier alles mache. Okay, Andros, die Karte kenne ich kaum. Ja. Und die Kriegshörner. Roll ein bisschen runter. Nur ein bisschen. So, jetzt lass mich mal gucken. Wo ist. Hier ist der Vorposten. Ich glaube, der Troll ist da hinten irgendwo. Das könnte sein. Leuchtfeuer, Gasthaus, Leuchtfeuer, Creep. Okay. A. A ist ein guter Hotkey, den kann ich benutzen. So weit oben wie möglich bauen wir die Stallung hin. Denn spart uns Zeit, ne? Das spart Zeit. Kann ich gleich hier mit den Reitern hin. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde danach sofort das Gasthaus einnehmen. Dann creepen. Um ihn ein bisschen zuzuspammen. Und dann sehen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ich glaube, ein neues Gehöft baut man noch nicht. Da warte ich noch, bis ich die Reiter habe. Ich weiß nicht, ob er meine bisherigen Schlachten gesehen hat. Es könnte sein, dass ich mich hier natürlich jetzt sehr stark ins eigene Fleisch schneide. Aber das sehen wir dann gleich. Ich werde hier eine Kaserne bauen. Ja, Kaserne gehört. Nee, Gehöft Kaserne. Ich spiel Greedy. Spielen wir mal Greedy. Mal sehen, ob das funktioniert. So. Schön den Sammelpunkt dahin. Ich weiß nicht, ob da was ist. Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Und erst sobald sie komplett draußen sind. So. Abreißen. Schießstand? Nein, Kaserne. Na los. Ah. So. So, schön einnehmen. Gut. Und dann sehen wir mal weiter. So, noch ein Gehöft. Hier kann ich theoretisch sehr schön mit Bogenschützen spielen. So. Mal sehen. Und danach, sobald ich das Gehöft habe, des Dingsbums, renne ich zu seinem Vorposten und versuche ihm den wegzunehmen. Wenn ich das nicht kann, werde ich ihn nur zerstören. Aber dann sehen wir schon, wie das wird. So. Baue ich eine zweite Kaserne? Nee, ich glaube, ich baue jetzt einfach ganz. Ah, jetzt noch ein Gasthaus! Ah, ich Blödkopf. Na gut, aber dann kann ich die Mitte halten mit den Bogenschützen. Das ist auch nicht schlecht. So, das holen wir uns. Ja, genau. So. Ja, hat er sich eingenommen, ist klar. Den hole ich mir jetzt aber. Ich sehe ihn noch nicht. So.
Jetzt wird's knifflig. Wir haben das Gebäude. Ritter, die Dunedain ziehen in die Schlacht. Versteckt euch in den Bäumen. Soldaten, bereit machen. Na los. Das können wir zerstören. Sehr schön. Ah, das ist ja super. Da können wir gleich durchrennen. Na gut, Festung. Bleibt zusammen, die Dunedain ziehen in die Schlacht. Soldatenbataillon einsatzbereit. Macht euch kampfbereit. Wir haben das Lager des Feindes. So, dann nochmal eine Kaserne. Nachschub ist unterwegs. Geht hier in die Schlacht. An die Arbeit, Männer. Kämpft weiter. Naja. So, das sind jetzt die. Ah ne, die gehen da hoch. Was, jetzt schon? Ist aber nicht gut. Mhm. Ist ein bisschen knifflig gerade. Ja, das Gebäude wollen sie... Kriegen sie auch kurz. Da kann ich jetzt nichts machen. Ah, noch ein Gasthaus. Das hole ich mir. So. Die dorthin. Und dann holen wir uns den Faramir. Ne, den Boromir. Nee, Faramir. Vielleicht auch gar nichts davon. Was will ich mit den ganzen Leuten? Puh. So. Ich glaube, das schaut gerade gar nicht so schlecht aus. Turmwachen, Soldaten Gondors. Ja. Dann kriege ich hier jetzt die Heilung. Da müssen wir so ein bisschen drum rum gehen. Genau. Mhm. Dann bauen wir hier jetzt gleich ein Katapult. Sobald die Kaserne zerstört ist, müsste das auch ein bisschen besser ausschauen. So, das können wir zerstören. Okay. Na, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Die Reiter hauen ab, die bleiben da stehen. Ich glaube, das schaut soweit ganz gut aus. So, Werkstatt ist bereit. Ah, jetzt bin ich Supply Cat. Das ist nicht gut. Brauchen wir noch einen Bauernhof. Ja. Ach, da... Oh. Aha, da oben hat er einen Baumeister. Sehr interessant. Wenn er da eine Kaserne baut, könnte das natürlich böse für mich enden, ne? Wenn er hinterrücks angreift? Wer weiß. So. Aber jetzt schauen wir mal, ob die Turmwachen das nicht irgendwie verbessern können. Katapult greift an. Und dann gucken wir mal, ob das hier läuft. So. Ich mag den Start. Der ist schön, der ist schnell. Der ist halt wirklich schnell, wisst ihr? Das ist das Schöne. Der greift... Was? Nein, oh Gott. Was für ein Schwachsinn. Greift ihr da an?
So, hier kann man es auch abbauen, upgraden. In dem Turm steckt der. Da will er was bauen. Ein Turm wahrscheinlich, aber der wurde auch zerstört. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Die Frage ist, können die, den Höhlentroll besiegen? Ja, das schaut gut aus. Tut ein bisschen weh, aber es geht. Stufe 2 brauche ich dafür bloß. Nice. Oh, eine Schmiede hat der. Aha, warum? Wofür hat der so früh eine Schmiede? Vor allem, wo hat der das Geld her für eine Schmiede? Das wundert mich jetzt. So, dann greifen wir jetzt an. Ich glaube, das können wir jetzt beenden. Sobald wir die Feuersteine haben, war es das dann auch. So, Feuersteine fertig. Das rumst jetzt einmal ordentlich. Ja. Okay. Also da hat er sich ein bisschen einen langsamen Start ausgesucht und er hat natürlich sehr viel, ja, 3 Bogenschützenbataillone und ein, das speichere ich mal ab, das möchte ich mal sehen, was sein genauer Plan war. Das würde mich mal sehr interessieren, was da sein Plan war. Vor allem, dass die Schmiede so früh kam, wundert mich, aber okay. Das war jetzt kurz und knackig. Na, mal gucken. Und dann rufen wir da auch wieder an. Oh, jetzt habe ich natürlich komplett vergessen umzuschalten. Hupsi. Das ist bitter. Der Fehler sollte nie passieren. Hallöchen. Ihr sollt jetzt bitte kommen, es ist so schwer zu verstehen. Alter! Komm, ich hab schon mit 3-mal gehauen, Ebene. Ich auch. Was du gemeinsam warst? Was war denn das? Wie viel hast du so schnell Einheiten gekriegt. Ja. Ja, ich habe ein sehr schnelles Opening gespielt. Ich habe auch sehr viel zerstören können, dadurch, dass du leider keine Antikavallerie hattest. Das tat am Anfang sehr weh. Das ärgert mich richtig, dass ich vergessen habe, umzuschalten. Aber gut, man kann das Spiel ja so noch sehen. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay, denke ich. Könnte schlimmer sein. Also das war jetzt witzlos. Nee, ich meine, der aktiv, der kommt kurz nachdem wir starten, online. Ach so. Und jetzt kurz nachdem ihr fertig seid, geht er wieder offline. Naja. Gut, er hat sich auch nicht eingetragen, also von dem her. Außer er wäre der japanische Bär, das weiß ich nicht. Das ist gut möglich, soweit ich weiß, ist er das. Ah, okay. Ja. Macht nix. Das nächste Mal hat er ja wieder die Chance und das ist halt das Schöne an dem System, wie es derzeit ist. Jeder kommt gleich oft dran, wenn er gleich oft sich hier anmeldet und mitmachen will, weil ich das dann so ausbalanciere. Genau. Also das ist halt, die Fleißigen werden belohnt, auch wenn es ein bisschen zufällig ist, aber generell, ich denke das ganz gut. Okay, also. Ich wünsche ich kein Mal mehr Glück, als ich hatte. Ja, gut. Du musst das jetzt mal gewinnen. Ja, du musst jetzt musst alles geben. Ja, jetzt wird's mal Zeit daran, dass wir was machen. Ja. Wir können ja nicht nur Festungskarten gewinnen. Auf Dauer schwierig. Spätestens, wenn ich euch dann irgendwann die 30% Handicap reinhaue, wird's schwierig. Ja. Ja, mit genug Ländereien kriege ich auch genug Punkte, dass ich das dann frequent machen könnte. Also müsst ihr jetzt mal reinhauen. Also steht jetzt Lothlorien an. Genau. Ich öffne jetzt Lothlorien.
Ist das eine Zwei-Spieler-Map? Ja, ich glaube, es sind zwei Spieler. Oder drei Spieler, ja, oder? Eine Zwei-Spieler-Map. Lorien heißt sie nur. Nur Lorien, okay. Eine ziemlich seltsam unfaire Karte irgendwie, aber so ist die nun mal. Ja, links sitzt der eigentlich, der in Lorien ist, und rechts der angreift. Ja, genau. Aber das machen wir ja nicht, sondern Zufall entscheidet. Außer ihr wollt Kommandeurspunkte für einen festen Startplatz ausgeben. Das könnt ihr machen. Nee. Ja, das ist die Frage. Nee, aber ich gebe auch keine aus. Ich lasse alles, wie es ist. Das passt schon. So, also von meiner Seite aus könnte es gehen. Ah, inwiefern könnte es gehen? Meinst du, bist fertig? Ja, dass ich fertig bin. Okay. Ich bin jetzt gerade nur noch kurz am Gucken hier, dass ich keinen Schwachsinn mache. Aber dann, ja. Du nimmst auch die Elben? Ja. Okay. Oh Gott, Mirror Match. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Na gut. Okay. Sehen wir schon. Wird mit Sicherheit interessant. Ja, dann würde ich sagen, lege ich auf und dann fangen wir an. Jo. Alles klar. Viel Spaß. Dir auch. Ja. Super. Läuft ja wie im Schnürchen. Alter, das tut mir nochmal sehr, sehr leid, dass ich hier das Switchen vergessen habe. Ja. Ich war aufgeregt. Kann ich nicht anders sagen. Plötzlich ein Spieler, den ich nicht einschätzen kann, den ich nicht kenne. Hätte ein übelster Profi sein können. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ich schreite nochmal an, ob er wirklich bereit ist. Und sobald da ich das Ja kommt, geht's los. Die Aufnahme läuft noch, Stream läuft noch, passt alles, bum bum bum. Sehr schön. Ja, okay. Also, dann geht's los. Elben gegen Elben. Ich glaube, ich spiele ganz normal. Soll ich ganz normal spielen? Oder fange ich mit einer frühen Kaserne an und renn runter? Ich könnte Reiter spielen. Problem ist, Reiter sind... Soll ich mit den Hütern anfangen? Nee. Ich glaube, ich spiele... Oh, ich bin rechts. Ah, okay. Ich bin davon ausgegangen, ich würde links sein. Aber okay. Okay. Ja, spielen wir die Horn. Ja, wir spielen das Horn. Habe ich letztens vergessen, sorry. Ich meinte natürlich auch an Steffen, good luck, have fun. Und GG, aber so ist es halt. Es gibt hier einen Vorposten auf beiden Seiten und das war's. Es gibt hier Creep und an den Vorposten Creep und das war's. Mehr gibt's nicht. So. Also, schauen wir mal. Ich baue jetzt... Baue ich Lancer? Soll ich Lancer bauen? Bis die da sind? Nein. Ich baue jetzt ganz normal einmal Bogenschützen. Und dann baue ich Antikavallerie, weil ich nicht weiß, was er spielen wird. Es könnte gut sein, dass er mich mit seinen eigenen... Oh, er scoutet. Okay, er scoutet. Will wissen, was ich spiele. Ich vermute mal, er hat die Kaserne getroffen. Von dem her. Aber das macht nichts. Kostet alles gleich viel. Das passt. So. Okay. Damit bin ich natürlich so ein bisschen im Vorteil. In dem Sinne, dass ich das Horn habe, was mir helfen kann. Kann. Nicht muss. Es kann mir helfen, muss aber nicht zwingend. Es kommt drauf an, wenn er Reiter spielt und mir einen Baumeister tötet, habe ich natürlich ein Riesenproblem. Deswegen sammle ich die jetzt auch schön. Soll ich eine zweite Kaserne bauen? Ich glaube, ich baue bald eine zweite Kaserne. Der Boden hier ist ungeeignet. Wir haben einen Vorposten entdeckt. Ja. Kann ich den auch einnehmen? Das ist jetzt die ganz große Frage. Ja, hier gibt es keinen Creep, okay.
Weil mit dem Einkommen müsste ich ein bisschen spammen können. Das Land einnehmen. Und dann schließlich müsste es besser laufen. So. Gut. Dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. So. Da oben geht nicht mehr viel. Na, vielleicht doch die da. Mal gucken. Ich werde recht schnell auf eine Kaserne ausbauen, wenn ich es kann. Und dann auf die Düsterwaldbogenschützen gehen. Das macht nämlich einfach nur Sinn. Finde ich zumindest. Also das ist jetzt meine Ansicht. Da können wir mal creepen. Und da gehen wir runter. So. Jetzt sind natürlich beide Kasernen unausgelastet. Das ist ganz schlecht. Ach du Scheiße. Das war nicht gut. Okay. Das ist egal. Da greifen wir an. Die Orks töten wir. Und hier greifen wir an. Und dann geht's weiter. So. Einnehmen. Einnehmen. Das da. Oh, ich habe einen Baumeister bekommen. Sehr gut. Das ist doch schon mal richtig nützlich. Hier können wir creepen, das nehmen wir ein. Heute läuft es ja richtig gut. So. Kann der da oben wirklich bauen? Ha, nett. Oh, das tut weh. Der Feind ist nah. Vielleicht kann ich den Baumeister töten. Mit ein bisschen Glück. Nein, kriege ich nicht. Okay, macht aber nichts. Ist nicht so schlimm. Na, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich jetzt hier nicht zu passiv werde. Es ruckelt ein bisschen. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Das wäre sehr schade. So, jetzt kommen die guten Bogenschützen. Ja. Habe ich die Heilung? Perfekt. So, die Bogenschützen sterben hier. Schaffe ich das oder überrennt er mich jetzt hier? Nee, ich schaff's gerade soeben. So, jetzt kommen dann gleich die Düsterwald-Bogenschützen. Und die sind richtig knallhart drauf. Das sind so die Terminator. Ah. So. Den Malorenbaum können wir noch zerschmettern. Mir gehört halt hier schon wieder alles, ne? Dann gehen wir zurück und bauen eine Schmiede als nächstes. So, der baut eine Schmiede und der baut hier. So, mehr Düsterwaldbogenschützen. Vielleicht noch ein paar solche Leute. Oh, Gollum ist da. Ja, aber Gollum jage ich jetzt nicht, das hilft mir nichts. Er kann sich jetzt halt nur zubunkern und das war's, ne? Das ist... Vielleicht sollte ich demnächst mal einen Held bauen.
Haldir hat, glaube ich, Führerschaft. Das ist ziemlich nützlich. Holen wir mal Haldir zu Hilfe. Ja. Das ist der feindliche Stützpunkt. Wir sehen den Feind. Wir müssen wachsam bleiben. So. Wir müssen uns wachsam. Die Festung wird gewiss bewacht. Ah, er reagiert sehr schnell. Bildet rein, Bogenschützen. Seid wachsam. Das Gebäude fertiggestellt. Haltet eure Position. Boah, was die Schaden machen. Sehr abartig. Wir haben noch Werkzeuge bereit. Oh, ich kann instant die Rüstung kaufen, das ist nice. Das ist böse. Das ist wirklich böse. Ja, ich hau da einfach drauf. Boah, die sind ja wirklich krass. Also ich bin schon sehr gespannt auf Patch 2.02. Sobald alles erledigt ist, werde ich den spielen. Der soll nämlich viel am Balancing ändern. Und ich glaube, das braucht's auch. So wie ich das sehe, ganz wichtig. Wo? Neue Rüstung. Ah, okay, gut. Ich werde euch gut führen. Bringt sie zu Fall. Bleibt wachsam, Elben. Vorrücken. Boah, was der Haldir für eine Reichweite hat. Das ist krass. An die Waffen, wieder dieser Gollum. Greift dieser abscheulich. Ah, da ist der Ring. Wir kommen aus Düsterwald. Schauen wir mal, ob wir uns den Ring holen. Bogenschützen aus Düsterwald. Los, bringen wir den Ring zur Festung. Wir kommen aus Düsterwald. Macht es dem Erdbogen sein. An die Waffen. Bleibt wachsam. Ja, die haben nicht so viel Reichweite. Er baut Stallungen. Gut, dass ich das gesehen habe. Dann machen wir jetzt hier Hüter. Ein vortrefflicher Bauplatz. Mögen eure Seelen stark sein. Haltet die Augen offen. Wir müssen unsere Heimat für die Wälder schützen. Fertiggestellt. Ich hatte gerade nichts zu tun. Ja, da kommen als nächstes Reiter raus. Unser Mut ist ungebrochen. Wir müssen Mittelerde beschützen. Bildet rein, Bogenschützen. Ich habe zu viele Bogenschützen, das kann mich ganz, ganz böse das Spiel kosten. Ganz, ganz böse das Spiel. Wenn ich da nicht aufpasse. So, ich ziehe mich zurück, weil da wird als nächstes werdende Einheiten auftauchen. Und zwar böse Einheiten. Ja. Na, mal gucken, ob hier was geht. So, jetzt kann ich nichts mehr ausbilden. Ist natürlich auch nicht so super, ne? Ein End würde ich schon gut brauchen können. Aber vielleicht kann er sich durchkämpfen, wer weiß das schon. So. Ja. So, schön den Stachelschwein. Ich weiß nicht, ob der da jetzt so angreifen sollte. Ich habe halt so viel Kram. Ab Level 6 kriegt er die Führerschaft, dauert noch ein bisschen. Da kommt er nirgends durch mit den Reitern. Das ist das Problem. Da hat er keine Chance. So, jetzt baut er Türme. Das ist nicht schlecht, aber gegen Ents. Falls ich sie ausbilden kann, das ist die große Frage. Kann ich Ents ausbilden? Ich glaube es nicht. Aber ich greife da jetzt einfach mal so an. So nach und nach. Ja, nee, der...
Das tut schon weh. Das tut schon sehr weh. Ich weiß nicht, ob er Upgrades für die Festung hat. Sieht aber nicht so aus. Ja, das tut weh. Ich hole mir auch einen Baumbart. Der hat nämlich richtig Wumms. Ja, so weit kommt es doch gar nicht mehr. Das ist eine Halde. So. Legolas ist auch da. Festung fällt. Ich glaube, das war's. Also, die richtigen Elben haben das Land wieder unter Kontrolle gebracht. Die echten Elben. Die coolen Elben. Meine Elben halt. So, Legolas. Halt ihr. So, Melorenbaum fertig. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Er war ein bisschen zu langsam. Er hatte auch ein bisschen Pech. Die Baumeister verlieren zwei Melorenbäume am Anfang. Das war schon sehr bitter. Huh. GG. Ja, das war Pech. Das war wirklich Pech. Das war eindeutig Pech. Hallöchen. Hallo. So. Waren ja zwei wilde Schlachten. Wer ist jetzt überhaupt noch alles hier in der Konferenz? Ich bin auch da. Alle da. Super. Ja, GG. Jo. Das war einmal falsche BO und einmal Pech. Da weiß ich jetzt echt nicht, was der Unterschied war zwischen uns zwei, dass ich da plötzlich so ausgerastet bin. Weil von dem, was ich gesehen habe, hast du so ziemlich genau das gleiche gemacht wie ich auch. Am Anfang halt. Kommt drauf an, ich habe versucht mich auszubreiten, habe vier Gehöfte um meine Festung gebaut. Ja. Hab versucht runterzugehen zu dem Ding, mit einer Kaserne gestartet. Mhm. Nur ich komme nicht so schnell an Ressourcen wie du, ich weiß nicht, was du da anders machst. Also ich cheate nicht, das ist hoffentlich klar. was habe ich gebaut? Ich habe zwei Bäume, dann eine Kaserne. Ja, ich auch. Dann habe ich die Bogenschützen gebaut, bin sofort runtergerannt. Bin dann auf vier Bäume, habe eine zweite Kaserne dazu, weil ich dann den Vorposten hatte. Ja, und dann halt spammen und angreifen gehen und halt die Dinger killen, die Orkhöhlen für extra Geld. Und dann halt ja, okay. Immer so weiter. Ich muss ja erst nur 350 Meter runterlaufen, um überhaupt an eine Orkhöhle ranzukommen oder an ein Ressourcengebäude, was... Ja, und du warst trotzdem an meinem Ressourcengebäude genauso schnell wie ich an meinem. Da muss ich mir echt mal das Replay anschauen, weil mich hat das schon gewundert, dass du da unten... Also, dass du das Ding hattest, war mir klar, aber dass ich so früh eintreffen würde mit meinen zwei Einheiten, hat mich echt gewundert. Weil zu der Zeit hättest du theoretisch, glaube ich, schon locker drei haben können, aber vielleicht ist es, dass du so einmal außen rum gehen musst, während ich gerade nach unten gehen kann. Das ist natürlich schon unfair irgendwo. Ja, die Map ist auch unbalanced. Ich verstehe, ja, natürlich. Wenn beide Startpositionen oben sind, statt diagonal zueinander. Ja. Weil dann wäre es auch verständlich, wenn eins unten wäre und das andere genau über dir. Das stimmt dann schon. Dann könnte jeder von uns einfach geradeaus durchschlafen. Ja. Nee, definitiv. Die ist auch null symmetrisch. Also da irgendwie, weiß ich nicht. Also ich fand die aus Schlacht um Mittelerde 1 die Map besser. Boah, die kann auch ich mich gar nicht mehr erinnern. Mehr mit den Brücken und mit der halben Lothlorien-Base. Aber war jetzt auch nicht so schlecht. Man musste halt je nachdem, wo man gespawnt ist, eine andere Strategie machen. Aber hier hast halt, es sieht gleich aus, ist es aber gar nicht. Das stimmt.
Das Problem, ich habe halt direkt gesehen, oh, du machst direkt schon recht früh Lanzenträger. Es lohnt sich nicht für mich auf Reiter zu gehen. Ich habe mir gedacht, also erstmal war ich überrascht, dass du scoutest, statt das Horn zu nehmen. Halt die Weitsicht. Da war ich überrascht, dass du die Weitsicht genommen hast, statt dem Horn. Und dann, ja, meine zweite Einheit war Lanzenträger, weil ich dachte mir, du wirst mit Sicherheit mit Reitern kommen, weil das bei mir immer so gut funktioniert. Dachte ich zumindest. War dann aber nicht der Fall. Ja, und dann ist halt blöd gelaufen. Ich bin dann unten gewesen, hab deine Schwertkämpfer niedergemetzelt, konnte mir das Creep selber holen und dann hast du noch einen Baumeister verloren und anschließend noch zwei Malornbäume, die draußen standen. Es war halt bitter wie noch was. Und von dem Punkt war es eigentlich schon vorbei. Was heißt denn draußen stehen? Ja, ich weiß, es geht nicht anders. Es ist bescheiden wie noch was. 2, 4, 6, 8. Du kannst allein auf deiner Seite 9 bauen, ohne Probleme zu haben, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dir ins Deck nehmen kann. Ja. Weil der kürzeste Weg oben rum ist safe wegen deiner Base. Hm. Und wenn ich unten rumlaufen muss, da wärst du schon längst dreimal hingebaut. Ja. Nee, hast absolut recht. Das war halt einfach Pech. Aber damit ist ja noch lang nicht alles verloren. Ja, mal sehen, was die nächsten Karten werden. Ich weiß es noch gar nicht, wo ich als nächstes mal hingehe und wo ich euch als nächstes mal angreifen lasse. Also ein Gebiet werde ich euch wieder in Gondor irgendwo zur Verfügung stellen. Mal gucken, vielleicht da unten Belfalas oder was das ist. Vielleicht auch Pforte von Rohan. Pforte von Rohan ist eine sehr schöne Map. Also warte, da gibt's zwei verschiedene. Es gibt, ja doch, die Pforte ist die größere, ne? Und normales Rohan ist die ganz kleine. Nee, andersrum. Andersrum? Ja. Aber ist die Pforte von Rohan, ist die über Minas Tirith oder rechts davon? Die Pforte von Rohan ist über. Die Pforte von Rohan ist über Helms Klamm. Okay, das ist die kleine, oder? Ja. Okay, ja, muss ich mal gucken. Also mir gefällt dann, dann war's Rohan. Rohan gefällt mir ziemlich gut. Pforte von Rohan ist zwischen Isengard und Helmsklamm, wenn man auf der Karte guckt. Ja, genau. Und das ist diese kleine Map, wo du direkt gegenüber, also direkt beieinander quasi bist, oder? Ja, genau. Okay. Ja, die finde ich, die ist zu hektisch eigentlich. Aber Rohan, die finde ich toll. Du hast viel Creep, du hast diese Halbfestungen mit dem Fluss, also wo du halt diese Berge gut nutzen kannst für Bogenschützen. Sie ist weit. Sie hat Gehöfte, also diese Gasthäuser, eigentlich gefällt mir die Map ziemlich gut zum Spielen. Ich schau mal, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Sehe ich später. Was da noch wie wird. Was, heute ging's echt schnell, gell? Ja. Dreiviertel Stunde. Ja, heute war schnell. Gut, das erste Spiel war halt wirklich ziemlich schnell vorbei. Das war halt einfach nur, ja, wirklich schnell vorbei. Das ist, wenn, ich weiß nicht, ich hab halt irgendwie das Händchen dafür, recht schnell überall auf der Karte zu sein. Wenn die Karte das hergibt und Ker'Andros hat ja 1000 Gebäude, die man einnehmen kann. Das spielt mir ziemlich in die Hände anscheinend. Stimmt, dann hattest du die Waldläufer, hattest du den aus den Gasthäusern, oder? Ja. Ich hab dann, ich dachte mir, zweite Kaserne, ich hab sie erst gar nicht gebaut, weil ich dachte, nee, ich hab erst nämlich das Gasthaus in der Mitte eingenommen, weil ich halt dann schneller Druck aufbauen konnte, weil es näher am Gegner ist. Und dann, wo ich runtergegangen bin zu den Wargen, kam die Meldung, wir haben ein Gasthaus entdeckt, dann war das zweite, dachte ich mir, boah, wie geil, dann brauche ich ja gar nichts bauen, weil ich kann ihn einfach mit Bogenschützen und Speerträgern oder Schwertkämpfern zuspammen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Hast du ja gesehen, ratzfatz war der Sack zu. Das ist der Nachteil bei den Elben. Ich glaube, bei denen, die kriegen aus den Gasthäusern nur Hobbits raus. Ja, für den... Für den Hobbitstürme gebaut. Dann ja, die sind... Die Hobbit-Türme sind sehr stark, aber haben halt... Ich weiß nicht, wie viel Reichweite haben die Hobbit-Türme? Also die Hobbits in den Türmen. Nicht weit, ne? Nee. Aber alle Nahkämpfer, die drum rumlaufen, sind tot. Ja, das kannst du voll vergessen. Da stirbt alles ich weg. Ich hab mal so aus Spaß im Auenland gespielt. Mhm.
dann habe ich dann halt auch nur Hobbits gebaut. Okay. Dann hatte der Gegner irgendwann Sauron und dann habe ich halt gedacht, naja, jetzt habe ich eh verloren. Und dann hatte ich so eine riesige Gruppe Hobbits, alle werfen Stein und Sauron tot. Und die Hobbits danach dann auch, oder? Nee, die Hobbits, also die sind ganz nah an Sauron ran, haben alle einen Stein geworfen, der kam nicht mal zum Schlag, war er tot. Nee, ich meinte, weil er doch dann explodiert. Wenn der Ring fallen gelassen wird, explodiert der Held doch. Ja, das kann sein. Der castet dann ja sowas wie Wort der Macht und alles drumrum verreckt. Aber an sich hat er nicht einen Schlag. Okay, ja, nee, ich meine, ja, okay. Ja, dass die, sie sind halt langsam halt nix aus und sind nicht viele, aber sie machen Schaden wie Nommel was. Und sie kosten nix. Und sind schnell produziert, also. Ja. Aber gut, auf der Map gab's kein Gasthaus, die Hobbits hätt's gar nicht benutzen können. Ja, eigentlich sind es ja Tines, ne? Was auch immer da der Unterschied ist. Und zwar, Hobbits und Tines sind eigentlich dasselbe, nur dass Tines die Soldaten der Hobbits sind. Ah, okay. Das alles hat damit klar. Mit Arnor und so früher zu tun, als der Hexenkönig von Angmar und so. Okay. Die hatten dann halt eben auch noch Krieger, die Hobbits, die hießen Tines eben. Okay. Das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Jetzt verstehe ich auch, warum sie immer Tines sagen, wenn ich sie anklicke. Ja. Ja, okay. Das ist eigentlich nur der Soldatenname. Verstehe. Also ich gehe jetzt mal offline. Jo, ich bin jetzt dann auch gleich weg. Gut. Dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Alles Gute, ciao. Ciao. Tschüss. Okay, er ist schon weg. Jo. Okay, Steffen, bist noch da? Ja, ich bin noch da. Super, weil dann kannst du mir den Link von deinem Kanal schicken und dann kann ich das, sobald ich es hochlade und alles, packe ich das in die Videobeschreibung. Okay, ja. Genau. Und ansonsten mache ich jetzt dann demnächst, heute oder morgen, ich weiß noch nicht, alles fertig. Karte, neue Angriffsziele, Video hochladen, Beschreibung, Abstimmung etc. Punkte. Bei mir kommt das Video wahrscheinlich erst später, weil ich noch was anderes in regelmäßigen Abständen hochlade. Also ein anderes Gefecht, wo ich unterteilt habe. Kein Thema. Das sind halt, insgesamt 5 Folgen, glaube ich. Aha. Und heute ist die erste halt hochgekommen. Okay. Weil ich das halt mit einem anderen YouTuber gemacht habe, der das halt so macht. Und ich werde dann danach erst wahrscheinlich das dann rausbringen. Das ist kein Thema. Also das stört gar nicht. Ich kann das verstehen. Man hat immer Probleme, genug Videos zu produzieren und ist froh, wenn man noch was in der Hinterhand hat. Kein Thema. Also ich weiß das bei mir, dass das manchmal ziemlich stressig. Okay. Nee, schick's mir dann nur, dass ich das dann alles einbauen kann. Und meinen Link kann ich dir dann auch noch schicken, falls du nicht hast. Nee, ich hab ja deinen Kanal und dann kann ich auch den Link einfach kopieren. Ja, genau, perfekt. Und dann machen wir das so. Wenn du, ich kann jetzt nichts versprechen, ich will jetzt auch nichts anstoßen, aber wenn irgendwann mal in ferner Zukunft du noch Herr der Ringe spielen solltest und ich auch, dann können wir vielleicht irgendwas Koop-mäßig machen. Vielleicht. Ich schaue es mir mal an, wie das bei dir auf deinem Kanal ausschaut. Ich will jetzt nichts zusagen, aber also theoretisch wäre es möglich. Klein, also. Ja, ich ja auch, aber... Nee, ich habe 30 Abonnenten. Ich habe mal mit 10 angefangen, vor 5 Jahren oder so. Ich mache auch nicht viel Werbung. Aber es ist immer schön, wenn sich ein paar Leute melden. Wenn es ein bisschen wächst, freut halt einen. Und solange es dir Spaß macht, ist gut. Wenn nicht, dann hörst du wieder auf, Ende. Nee, also ich mache ja auch mit anderen halt zusammen und so. Und das ist sehr gut, ja. Okay. Ich schicke gerade den Link in die Gruppe. Oder soll ich dir persönlich schicken? Kannst du machen, wie du möchtest. Ist mir beides recht. Ich hab's dir geschickt. Super. Mache ich jetzt hier in meine kleine Checkliste, dass ich nichts vergesse. Also, ich muss die Karte aktualisieren, ich muss die Abstimmung machen, das Video hochladen, den Link einfügen, die Kriegspunkte aktualisieren. Ich glaube, das war's. Wie viele Kriegspunkte hast du eigentlich? Du müsstest ja jetzt schon über 1000 haben, gefühlt. Na, so groß ist der Unterschied noch nicht. Ich bin jetzt bei 157 und ihr habt 148. Das ist noch nicht so viel. Aber das wird jetzt mit der Zeit wachsen. Der Unterschied. Ja, definitiv. Gut, müsst ihr halt gucken. Also ich weiß nicht,
Hast du letztens nicht mit den Zwergen gegen mich gespielt? Ja. Ja, das lief ziemlich gut für dich. Also, insgesamt. Na, ich hab schon einige Fehler am Anfang gemacht. Ja, aber stell dir vor, du hättest die Fehler nicht gemacht, dann hättest du mich ziemlich klar fertig gemacht. So wie ich meine Truppen weggeschmissen hab. Du hast deine Truppen echt weggeschmissen, du hast mir die Punkte geschenkt wie... Ja, das war ganz schlimm. Und außerdem kamst du relativ spät mit den Dunedain-Waldläufern, was mich... Oh, ich dachte, ich kann Hobbits ausbilden und dann wollte ich's nicht, weil es nutzlos ist. So schlimm, weißt, dann kriegst du Waldläufer für den halben Preis ohne einen Schießstand geschenkt und ich nehme sie nicht. Wie blöd. Aber aus dem Fehler habe ich gelernt, hast du ja in dem Spiel gerade eben gesehen, wo ich 4 Gasthäuser hatte und habe mit Bogenschützen zugespammt. Ja. Also ich hab gedacht, man kommt ja jetzt mit den ersten Waldläufern, da habe ich gesehen, dass du mit den Waldläufern die mehr kosten. Ja. Nicht so, was macht das jetzt für einen Sinn? Ja, keinen. Null. Vor allem, ich muss ja das Gebäude noch ausbauen, damit ich die ausbilden kann. Daher meinte ich ja. Oh, schlimm. Ganz schlimm. Das wird mich mein Leben lang verfolgen, glaub mir. Das sind so Fehler. Stell dir mal vor, wir wären wirklich, also jetzt nur mal so bildlich gesprochen, wir wären wirklich so Kommandeure für Menschen und Zwerge in diesem Krieg gewesen. Jeder Kommandeur hätte mir doch voll eine Ohrfeige gegeben, was für ein Schwachsinn ich da gemacht habe. Ja, also die, also trotz des Sieges. Eigentlich wollte ich einen Streitwagenstart machen. Okay. Das ist einfach dasselbe wie Pferde, nur dass du halt einen Streitwagen hast. Ach so, ja klar. Aha. Und dann habe ich das aber verpeilt und habe eine Kaserne gebaut. Oh Mann. Ja, schlimm. Dann, wollte ich dann irgendwann... Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.